Im heutigen Video schauen wir uns die Hims & Hers Aktie etwas genauer an und gerade nach diesem rapiden Anstieg, nach den Quartalszahlen um 60%, aber im Allgemeinen auch seit Anfang des Jahres mit 80%, stellt sich gezielt die Frage, ob ein Investment immer noch sinnvoll ist und warum ich das auf jeden Fall verjahre, warum ich investiert bin und sehr bullig, werdet ihr in diesem Video erfahren. Lasst diesbezüglich sehr gerne ein Like, ein Abo und aktiviert die Glocke. Außerdem ist es wichtig, dass diese keine Anlageberatung darstellt, somit keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Bloß könnt ihr euch aktuell mit meinem Link in der Videobeschreibung bei finanzen.netzero eine Gratis-Aktie in Höhe von bis zu 200 Euro zusichern. Ihr bekommt entweder eine Apple, BioNTech oder Commerzbank-Aktie. Das war es aber noch nicht. Ihr könnt Schweizer Aktien handeln, bekommt eine Depotprämie in Höhe von bis zu 3000 Euro, also habt die Möglichkeit, wenn ihr euren Sparplan auf irgendein Unternehmen oder ETF hierbei fixiert und investiert, könnt ihr diesen bis zu 3000 Euro zurückzubekommen und vieles, vieles mehr. Ja, legen wir nun los mit Hims & Hers, ein Unternehmen, welches wahrscheinlich nicht die meisten kennen, sollten die meine Videos schauen, schon mehrmals vorgekommen. Ganz kurz, Hims & Hers, ein Telemedizinunternehmen, welches sich darauf spezialisieren, den Arztbesuch zu digitalisieren und gerade für unbequeme Themen wie zum Beispiel Übergewicht, Haarausfall, Diabetes, alles Mögliche hierbei einfach zu optimieren und hierbei dann auch die Medikamente dosiert zur Verfügung zu stellen und zu liefern, also vom Arztbesuch bis zu den Medikamenten alles hierbei darzustellen. Ja, und was ist denn jetzt passiert? Ja, wir haben die Quartalszahlen gehabt, wir haben die erste Profitabilität, die viel früher kam als erwartet. Schaut man sich den Chart im Allgemeinen an, sehen wir, dass wir hier lange Zeit bei Hims & Hers sehr niedrig standen und auch eine Korrektur hatten vom All-Time-High. Aktuell befinden wir uns immer noch 40% vom All-Time-High entfernt, falls man hier gekauft hat. Und bis zur tiefsten Korrektur waren wir hier bei minus 90%. Gehen wir aber mal zum Beispiel auch zu einem ähnlichen Preisniveau, den wir jetzt lange Zeit hatten. Sagen wir mal zum Beispiel hier so die 7, 8 Euro, da hat man hier eine Rendite von knapp 80% erwirtschaftet. Ja, seit wann bin ich investiert? Ich bin ungefähr hierhin eingestiegen bei dem Preis, so 6, 7 US-Dollar, sagen wir mal 7 US-Dollar als Overall-Schnitt und habe somit eine Rendite ungefähr aktuell von knapp ja, 90%. Und was denn jetzt genau passiert ist und ein paar Fakten schauen wir uns genauer an, aber auch Dinge, auf die man vielleicht achten sollte. Hims & Hers hat das erste Quartal profitabel geschafft. Das ist natürlich schon sehr positiv, generell, wenn man sich dann Q4 anschaut. Und hier bei 0,01 und man muss überlegen, dass die Profitabilität bei Hims & Hers eigentlich erst für Ende dieses Jahres, wenn überhaupt, erwartet wurde. Das natürlich hier in derartigen positive Entwicklung anstrebte. Und wenn wir nur im vierten Quartal bereits einen Revenue hatten von 246 Millionen, und wenn man das dann hochrechnet aufs Jahr und die aktuellen Erwartungen, ist es dann hier auch schon sehr spannend, wenn man hierbei dann die Prognosen beobachtet. Hier nochmal ganz kurz die Vergangenheit, die wir einfach sehen können. Hier den Earnings per Share und sehen wir, dass dieser durchaus und stetig negativ war. Hier dann den Revenue. Hierbei nochmal Revenue-Anstieg. Sehen wir schön im dreistelligen Bereich oder hohem zweistelligen. Jetzt bei 46% hier over hier im Quartal. Man muss hier trotzdem noch sagen, dass Q4 davor natürlich auch ein sehr starkes Quartal war und wir uns im aktuellen schwierigen Marktumfeld befinden. Und hierbei sind trotzdem 47,5% Wachstum sehr, sehr solide. Schauen wir uns dann nun ein paar Fakten an. Wie ich schon gesagt habe, wir sind ja gerade in so einem Bereich für unangenehme Medizin, sage ich mal. Sei es irgendwelche Sexualkrankheiten, Übergewicht, Mental Health und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann hier mal die aktuellen Entwicklungen von Hims & Hers anschaut, fällt auch einiges auf. Zum Beispiel den Marktanteil und diesen im allgemeinen Sektor, zum Beispiel mit Teladoc vergleichen, aber auch in dem generell Medizinsektor, wo sie natürlich gut und solide Marktanteile im digitalen Bereich haben, aber auch im normalen Bereich sich weiterhin Marktanteile nehmen. Schauen wir uns gleich noch was an. Zunächst einmal zum Subscriber Growth. Wir sehen hier im Vergleich zum Beispiel zum Vorjahr 48% Wachstum. Und wichtig ist, dass hier bei Hims & Hers enorm viel für Marketing ausgegeben wird. Vielleicht nehmen wir das jetzt schon früher mit rein. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier den Revenue bei Hims & Hers. Das war jetzt 3 Monate, Ende September. Sehen wir hier Revenue von 226 Millionen, aber auch Marketingausgaben von 116 Millionen, also knapp die Hälfte.
Und wichtig ist, dass in der Vergangenheit schon immer so war und Hims & Hers sehr viel in Marketing investiert. An sich ist es ein sehr schlaues Investment, weil die Marketingausgaben sich nach 11 Monaten schon wieder rentieren. Bedeutet, jeder gewerbende Kunde, rein auf die Marketingausgaben auf die Kunden runtergerechnet, ist nach 11 Monaten schon wieder rentabel. Aber trotzdem sollte immer im Hinterkopf behalten werden, und deswegen gibt es zum Beispiel auch verschiedene Short-Berichte, dass dieser Marketinganteil nicht zu stark steigt. Wir sind ja aktuell bei so einem ungefähren Ratio von 50, sollten nicht über 60, 70 gehen, weil langfristig sollte einfach immer beobachtet werden, steigen die Marketingausgaben, steigt somit die akquirierten Kosten für einen Nutzer oder nicht. Das sollte natürlich beraten, wenn man viel mehr Nutzer gewinnt, dann relativiert sich das natürlich. Aber falls man nicht mehr Nutzer gewinnt, sollte man das in Relation setzen und immer mit dem Revenue vergleichen. Das sollte man jedes Quartal tätigen, habe ich dieses Quartal und bin hier top zufrieden und sehe hier keine Probleme zunächst. Gehen wir hier weiter. Beim Revenue Growth haben wir ja die 47% Wachstum und so und das erste Mal so eine richtig langsame, gute und positive EBITDA-Marge mit 8%. Und wenn wir uns dann hierbei auch gleich die Erwartungen anschauen, aber hier nochmal ganz kurz das Wachstum, sehen wir hierbei aktuell den Revenue pro Online Beverage Monthly Online Revenue per Average Subscriber jetzt. Und da sieht man, dass es sehr konstant ist und somit natürlich auch positiv. Nicht, dass man irgendwie versucht, auch, ich sag mal, nicht so positive Klientel zu akquirieren, sondern dass diese auch hier durchaus einen sehr positiven Revenue haben und sich somit natürlich extrem schnell auch rentabilisieren. Hims & Hers möchte auch in andere Sektoren noch mit einsteigen. Und zwar, wie gesagt, ja, in physische Produkte, die nach einem Markt kommen und somit zum Beispiel auch diesen Wholesale Revenue, der aktuell noch sehr niedrig ist. Da fällt zum Beispiel auch, dass die Medikamente in Walmart zum Beispiel dann gelistet werden. Schauen wir uns hier dann zum Beispiel auch nochmal New Customer Online Revenue an und Repeat Customer Online Revenue. Und dann den Vergleich oder den Anstieg, ist das sehr positiv. So, wie können wir uns dann hier nochmal die Rentabilität anschauen, die halt kleiner als ein Jahr ist. Dann haben wir eigentlich schon einen Payback. Und dann können wir hierbei auch noch uns die EBITDA-Marge anschauen, generell EBITDA. Wo wir es gesehen haben, Q4 2022. Das erste positive EBITDA und damals habe ich schon in einem Video gesagt, betrachtet man hierbei die Werbungskosten und schaut sich die Entwicklungen an, werden wir auf jeden Fall Profitabilität erreichen durch die hohen Ausgaben, natürlich erst etwas später, gerade im Marketingbereich, aber wir haben dann gesehen, Quartal über Quartal enormes Wachstum, Anpassung, ein paar Kostenersparnisse und einfach solideres Marketing und somit aktuellen Hammer-Quartal, welches gezielt hierbei dann auch diesen Anstieg verursacht hat. Für Q1 wird erwartet 267 bis 272 Millionen. Nur mal ganz kurz, wir hatten jetzt 246 Millionen und hierbei im Vorquartal 226 Millionen. Also von 246 Millionen wollen wir einen Anstieg auf 267, wenn Year-to-Year-Growth von 40%, das durchaus realistisch ist. Wichtig, der Outlook an sich von Hims & Hers ist immer etwas pessimistischer, liegt aber auch einfach an vorsteuerlichen Gründen. Hierbei erwartet man dann im ganzen Geschäftsjahr 1,1 Milliarden bis 1,2 Milliarden Revenue und ein EBITDA von 8 bis 10% von der Marge und für Q1 und 9 bis 10% über das gesamte Geschäftsjahr. Schauen wir uns dann nochmal ganz kurz zum Beispiel Enterprise Value durch Revenue an, welches immer ein sehr wichtiger Indikator ist und vielleicht zeigt, oh, Hims & Hers könnte doch überbewertet sein. Nein, das sehen wir doch hier perfekt. Und wir sehen hier bei den, natürlich jetzt am Anfang, wo wir die Kursverluste haben nach dem IPO, noch am Anstieg, bullig, aber auch der ganze Tech-Sektor, da waren wir von einer sehr hohen Bewertung betroffen. Aber seit Januar bis jetzt sind wir in einem so niedrigen Bereich, dass trotzdem ein Investment sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Ich bin hier auch investiert, werde auch gegebenenfalls immer wieder ein paar Tranchen hierbei tätigen. Wir sehen, vom Volumen haben wir uns wieder nochmal eingependelt nach den Quartalszahlen. Und jetzt sollte einfach mal beobachtet werden, wie sich denn Hims & Hers entwickelt. In den nächsten Zeiten bin ich sehr bullig, da gerade natürlich auch andere Unternehmen in den Geschäftssegment mit reinsteigen wollen, wie zum Beispiel Amazon mit Amazon Care, aber hier nicht so viel Prestige und Ansehen natürlich hat, wie Hims & Hers durch die Marketingausgaben, durch die Beliebtheit und durch ihr hohes Wachstum. Eure Meinung gerne in die Kommentare oder schätzt die Gratis-Aktie in meinem Link in der Videobeschreibung und danke fürs Einschalten.